Guten Morgen, liebe Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, 29. Juli. Wir wollen uns ein Währungspaar heute anschauen, das nicht ganz so populär unterwegs ist, aber in jedem Fall immer wieder mal einen Blick. Hier handelt es sich, Sie sehen es im Bildschirm, beim oder um den Euro gegenüber dem australischen Dollar. Da wir das Währungspaar hier eher weniger besprechen und dieses, ja, ich will nicht sagen exotisches, aber doch eins, was eben nicht hier so sehr im Fokus steht, hier mal kurz der große Chart vorab. Hier seit ja, dem Beginn der Finanzmarktkrise hier 2008, 2009. Starke Abwärtsbewegung, Euro-Abwertung auch hier exorbitant zu sehen. Im starken Ausmaße ging es hier nach unten und wie wir hier sehr schön sehen, gab es dann hier eine Bodenbildung im Jahr 2012, die auch hier als Schulter als inverse Umkehrformation sozusagen angesehen werden darf. Und dann ging es eben hier in den nächsten Monaten, Schrägstrich bis 2014, erstmal nach oben, um dann hier mehr oder weniger ein sehr, sehr zähes Handelsjahr 2014 zu absolvieren. Also hier abwärts gerichtete Tendenz und dann zum Jahresende mehr seitwärts als aufwärts. Und grundsätzlich haben wir hier sozusagen eine relativ gesehene Range aufgebaut. Und das, wie gesagt, seit Mitte 2013 mit Blick hier auf den Wochenchart, also hier das große Bild mal ein Stück weit unter die Lupe genommen. Die Frage ist eben hier, wie geht es jetzt weiter? Wir sehen aktuell die Wochenkerze im oberen Bereich dieser möglichen Range, die man auch durchaus noch ein Stück weiter hochziehen kann. Aber hier gibt es eben jetzt eine interessante Konstellation auf Tagesbasis und auch auf Stundenbasis. Das schauen wir uns nämlich jetzt an. Wir sehen hier im Tageschart-Intervall zunächst einmal den Aufwärtstrend seit den jüngsten Tiefs hier vom Mai. Hier gab es eine schöne Bodenbildung. Das ist aber mal wieder sehr, sehr typisch. Hier vom Märztief ausgehend eine Supportzone. Dann gab es hier Ende April, Anfang Mai einen Test dieser Zone mit einem kleinen Fakeout nach unten. Sehen wir hier sehr schön mit dieser Kerze vom 28. April. Gab es einen kleinen Down-Move. Dieser wurde dann tags drauf umgehend gekauft in Form eines Bullish Engulfings. Hervorragende Candlestick-Formation und dies an einem Punkt, der sich hier als klarer Unterstützungsbereich klassifiziert. Insofern immer wieder mal hinschauen, wenn sich solche Gegebenheiten auftun. Und das ist das Interessante am heutigen Tag. Genauso eine Konstellation sehen wir nur in umgekehrter Form heute hier im Tageschart. Aber das war zunächst mal hier im April diese Ausgangsbasis für die Erholungsbewegung, die jetzt hier letztlich Einzug hielt bis zum Montag. Da gab es ein neues Verlaufshoch, technisch wie gesagt hervorragend, aber wir nähern oder haben uns hier diesem oberen Trendkanal, dieser oberen Trendkanallinie genähert, die sich hier herleitet von der unteren Aufwärtstrendlinie mit mehreren Auflagepunkten, das nach oben projiziert, kann man auch ein Stück weit runterziehen. Letztlich haben wir hier einige Punkte oben wie unten. Trendkanal ist legitim und genau vor diesem stehen wir. Und interessanterweise hat sich das Währungspaar hier am Hochpunkt vom Dezember des letzten Jahres den Kopf gestoßen. Und wir haben jetzt hier eine Umkehrformation, auch wenn nicht ganz idealtypisch, aber das ist schon, ich will sagen, eine Art Bearish Engulfing. Und zwar das an einem Widerstandslevel und unmittelbar vor dieser oberen deckenden Trendlinie, die hier schon mehrfach Bestätigung fand. Das ist genau der Hintergrund, warum wir das Währungspaar jetzt in den Fokus nehmen. Denn wir haben hier die Situation, dass unterhalb der jüngsten Verlaufshochs, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Spielraum erlaubt, meinetwegen auch hier 53,50, ja, das Potenzial, dass es hier zumindest kurzfristig weiter abwärts geht und hier ein erstes Korrekturziel hier auf Tagesbasis sich im Bereich, das zeige ich jetzt hier mal mit blauer Tendenzfall, im Bereich 147,50 etwa befindet. Das wäre hier technisch gesehen eine ja, geradezu idealtypische Rücksetzerbewegung. Muss nicht heißen, dass jetzt hier der große Trend kippt, aber kurzfristig scheint es so, als wäre der Euro gegenüber dem Australdollar hier in einer Situation, die keine weiteren steigenden Preise zulässt. Die Candlestick-Formation, das da direkt am Widerstandslevel, ähnelt ein Stück weit hier der Situation vom Ende April, nur eben in umgekehrter Form. Und jetzt wird es eben spannend, wie das ausgeht. Temporäre Erholungspulse, wie wir sie gerade aktuell sehen, übrigens auch gleich im Stundenchart hervorragend zu lokalisieren an einem Support-Level, dienen hier entweder einem spekulativen Anstieg in die Erholung, beziehungsweise könnten einem solchen dienen, oder aber natürlich, man setzt darauf, dass der Trend weitergeht, dann hat man hier, jetzt sind wir mal im Stundenchart, eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis, dass wenn natürlich der Markt hier von diesem Support-Level ausgehend nach oben anzieht, ja,
dass es hier einen Test der letzten Verlaufshochs geben könnte, Schrägstrich vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr. Und wenn es über 53,50 rausgeht, dann haben wir auch die obere Trendkanallinie auf Tagesbasis gebrochen, was dann ergo hier weiter stark anziehende Preise bedeuten dürfte. Dennoch, das Risiko, wie gesagt, anhand des Tagescharts in Form der Umkehrformation ist nicht von der Hand zu weisen. Und wir sind heute hier aktuell unter dem Pivot Point nach wie vor. Und möglich wäre auch, wenn es hier nochmal zu einem Tief unter dem gestrigen, beziehungsweise das war vorgestern schon 28,7, unter einem Tief oder Rücksetzer zu einem Rücksetzer unter das Tief vom 28. hier 1,5051 kommen würde, dann kann man hier im Prinzip auch unter der Annahme, dass hier eben diese Supportzone aufgegeben wird, direkt schon auf eine weitere Korrekturfortsetzung spekulieren, die dann eben hier Preise bis 1,4750 zulassen würde. Dann wären wir im Bereich dieser Aufwärtstrendlinie hier auf Tagesbasis und dann dürfte es interessant werden, ob das Währungspaar sich hier fängt. Besser gesagt, man darf das sogar noch ein Stück weit ausdehnen in Richtung 1,47. Je nachdem, wie schnell es geht, also zwischen 1,47 und 1,4750 wäre hier, je nachdem, wie schnell wir dieses Level erreichen, in jedem Fall mal Obacht zu geben, ob der Markt nicht hier von diesem Niveau wieder auftritt und seine generelle Aufwärtstendenz fortsetzt. Aber wir haben hier definitiv Umkehrrisiken im Markt. Der Euro gegenüber dem Australdollar hier dahingehend sehr, sehr interessant. Von der Range her aktuell, jetzt muss ich mal kurz auf den anderen Rechner spicken, sind wir heute 70 Pips gelaufen. Im Schnitt sind wir hier gute 140 bis 160 Pips unterwegs. Das heißt, hier ist noch einiges an Volatilität zu erwarten, nach oben wie nach unten. Da mal schon mal drauf einstellen. Die Tageskerze, Sie sehen es ja auch hier im Tagesschartintervall, ist verdächtig klein im Vergleich zu den übrigen Tagen. Das heißt, hier kommt heute sicherlich noch einiges an Volatilität. Und insofern dürfen wir mal gespannt sein, was passiert. Heute Abend die Fed, vielleicht Ruhe im Vorfeld und dann erst ab 20 Uhr hohe Wolla. Wir werden mal sehen, was passiert. Letztlich der Euro gegenüber dem Australdollar ein schönes Setup, was man verfolgen sollte. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten. Nachher gibt es noch was zum DAX. Ich sage erstmal bis später, beste Grüße, ihr Christian Kemmerer und tschüss.